Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vaudois Versicherungen, dem Versicherer für KMU und Selbstständige. NZZ Akzent. Wir beginnen heute an einem Montagabend auf einer kleinen Insel im westlichen Pazifik. Diese Insel, die heißt Peleliu. Und Peleliu hat ein bisschen weniger als 500 Einwohnerinnen und Einwohner. Aber an diesem Abend, von dem wir heute sprechen, da sind einige vor Ort, denn es findet eine wichtige Veranstaltung statt. Und bei dieser Veranstaltung war unser Korrespondent Patrick Zoll dabei. Patrick, erzähl uns doch mal von diesem Abend. Ja, es war so gegen 7 Uhr. Endlich wurde es dunkel. Das heißt, dass es nicht mehr ganz so drückend heiß war. Es wurde dann Zeltdach war aufgestellt, Reihen von Plastikstühlen drunter. Und von diesen 500 Einwohnern waren etwa 100 gekommen. Vor ihnen war ein langer Tisch, dort aufgereiht der lokale Gouverneur, ein Minister und 9 Amerikaner. Und ein großer Teil der Amerikaner in Uniform, der verschiedenen Teilstreitkräfte von der Navy, von den Marines, von der Luftwaffe. Was wollen diese hohen Gäste da? Es ist eine Informationsveranstaltung. Sie sind da, um die Bevölkerung über ein Großprojekt zu informieren. Mhm. Also zuerst gibt es ein paar PowerPoint-Präsentationen wie immer und dann viele Fragen aus dem Publikum. Und einer streckt immer wieder auf, zum dritten Mal schon. Und wenn er aufstreckt, wenn er das Wort ergreift, dann wird die ganze Gemeinde etwas unruhig, denn er ist offensichtlich angetrunken. Mhm. Und die Gemeinde ist auch unruhig, weil er eine Frage stellt, die sich sonst niemand zu stellen getraut. An die Amerikaner die Frage: Bereitet ihr euch auf einen Krieg vor? Auf der kleinen Insel Peleliu fürchten sich die Menschen davor, in die Geopolitik der USA gezogen zu werden. Warum diese Angst berechtigt ist, erklärt Korrespondent Patrick Zoll. Ich bin Simon Schaffer. Diese Frage nach einem Krieg ist auf Peleliu ein heikles Thema. Ist es den Leuten unangenehm, Patrick? Ja, auf der einen Seite ist es halt unangenehm, weil vor versammelten Autoritäten ein Betrunkener aufsteht. Andererseits ist es aber natürlich die Frage, die eigentlich allen auf den Lippen brennt, die sich aber nüchtern niemand zu fragen getraut. Hm. Jetzt diese Pläne, du bist extra dafür nach Peleliu gereist, du bist dorthin gegangen. Was sind denn das jetzt für Pläne, die diese Ängste in der Bevölkerung auslösen? Ja, also auf Peleliu sind seit ein paar Monaten Marines, also Marineinfanteristen der USA, mit viel Baumaschinen vor Ort und sie stellen eine alte Flugpiste wieder instand. Und als die Bagger da am Flugfeld arbeiten, auf einmal müssen sie aufhören, weil einer der Bagger vor sich auf einmal eine große Mine herschiebt, die damals im Zweiten Weltkrieg gelegt wurde. Ui. Das Flugfeld wurde ursprünglich von Japan gebaut. Japan war Kolonialmacht dort. Und dieses strategisch wichtige Flugfeld haben die Amerikaner dann im September 1944 angegriffen. Etwa 1600 Amerikaner und 11'000 Japaner starben. Man muss sich das vorstellen, die Insel ist 12 Quadratkilometer groß. Das ist eigentlich 1'000 Tote pro Quadratkilometer. Eine Wahnsinnsschlacht. Wie ging es der Zivilbevölkerung? Die Zivilbevölkerung wurde kurz vor der Landung der Amerikaner evakuiert auf eine andere Insel, wo es keine Kämpfe gab. Okay. Ich habe eine 93-jährige Frau getroffen, die mir erzählt hat, wie es war, als sie dann zurückgekommen ist nach Peleliu ein paar Monate später. Sie hat mir gesagt, es habe keine Bäume mehr gegeben, sei alles abrasiert gewesen, überall eine weiße Staubschicht gelegen. Das waren Korallen, die durch die Granaten, durch die Bomben pulverisiert waren. Das war vom weißen Phosphor, das ist eine Brandbombe, die in riesigen Mengen eingesetzt wurde. Sie hat gesagt, also, das war überhaupt nicht mehr die Insel, die wir ein paar Monate vorher verlassen hatten. Alles tot. Alles tot. Und darum sagt sie mir, diese 93-jährige Frau, ja jetzt, wenn ich wieder Soldaten sehe, da kriege ich Angst. Da frage ich mich, warum sind die da? Aber wie hoch ist denn diese Chance, also dass sich dann auch bewahrheitet? Die Amerikaner, die stehen klar unter Druck. Und zwar, sie stehen unter Druck von China. China rüstet ja seit Jahren
massiv auf. Es gibt Befürchtungen, dass China Taiwan angreifen könnte. Und die Amerikaner versuchen, China davon abzuhalten. Man versucht, China zu signalisieren, dass so ein Abenteuer, so ein Krieg für China unglaublich kostspielig würde. Und man macht das, indem man sich auf den Krieg vorbereitet. Man zeigt China, hey, wenn ihr einen Krieg beginnt, wir sind bereit, das wird für euch ganz, ganz schwierig. Und darum sind die Amerikaner dran, im ganzen Westpazifik ihre Positionen neu zu beziehen. Sie haben eine riesige Luftwaffenbasis auf Guam, das ist ein paar hundert Kilometer nördlich von Peleliu, und die ist so groß, dass sie ein Klumpenrisiko darstellt. Also wenn China diese Basis angreift, dann ist es ein Riesenschlag für die Amerikaner. Und auch hier spielt wieder der Zweite Weltkrieg rein. Man erinnere sich, damals gab es Pearl Harbor in Hawaii, der Angriff der Japaner auf Pearl Harbor, der ja ein ganz, ganz schwerer Schlag für die Amerikaner war zu Beginn des Kriegs. Und das will man auf keinen Fall, dass sich das wiederholt. Darum plant die Air Force, im Krisenfall Flugzeuge zu verlegen, weg von Guam an Orte wie eben Peleliu. Wir sind gleich zurück. Als Unternehmerin oder Unternehmer sind Sie 100% bei Ihrem Projekt. Wir 100% bei Ihrem Schutz. Bei der Vaudois begleiten wir Sie rasch, präzise und langfristig mit einer vertrauenswürdigen Ansprechperson, die Ihnen jederzeit zur Seite steht. So können Sie sich auf das Wachstum Ihres Geschäfts konzentrieren und Ihren Unternehmergeist frei entfalten. Also die Chance, dass etwas passiert in dieser Region, ist sehr hoch und die Amerikaner müssen umdenken. Dann merken sie, wir brauchen Peleliu in dem Fall. Sagen Sie das den Leuten vor Ort denn auch? Nein, oder zumindest nur sehr, sehr verklausuliert. Also bei der Präsentation zu Beginn wird davon erzählt, dass man diese Flugpiste, die ist im Moment etwa 2 Kilometer lang, könnte auf 3 Kilometer ausgebaut werden, dass man diese Flugpiste für den Tourismus nutzen könnte, dass sie zum Beispiel auch nützlich wäre, wenn jemand medizinisch evakuiert werden muss. Auf Peleliu gibt es kein Spital. Das stimmt natürlich alles, aber so kleine Flugzeuge, die es dafür braucht, für das braucht es nicht so eine Riesenpiste. Und die Bewohner sind natürlich keine Geostrategen, die stellen sich nicht diese Fragen, die wissen auch nicht, für welchen Flugzeugtyp es welche Piste braucht. Die stellen ganz einfache Fragen, die stellen Fragen wie, durch die Flugpiste wird eine Straße abgeschnitten, können wir dann da noch durch? Wir verlieren unsere Felder mit Taro, das ist eine Pflanze, die sie anbauen. Was geschieht mit diesen Feldern? Und an diesen Veranstaltungen reden die Amerikaner eigentlich 2 Stunden um den Brei herum und wollen einfach nicht auf den Punkt kommen. Es scheint auch nicht, als würde sich jemand dagegen wehren, oder? Ja, wehren ist vielleicht ein schwieriges Konzept hier. Das heißt nicht, dass sich die Leute keine Gedanken machen. Ich bin dann etwas abseits gestanden mit einem Mann, der das Ganze aus der Distanz ein bisschen beobachtet hat. Er lehnt sich auf sein Velo. Und ich frage ihn so, du, was hältst du von der ganzen Sache? Und er meint so, zuckt mit den Schultern und meint so, ja, das ist doch alles nur eine Show. Denen ist doch eigentlich völlig egal, was wir denken, wir haben nichts zu sagen. Und da frage ich ihn, ja, können wir uns vielleicht nochmal sprechen? Ich würde gerne ein bisschen genauer deine Beweggründe verstehen. Und da dreht er sich relativ abrupt um und sagt, ja, auf keinen Fall werde ich mehr mit dir reden, denn ich arbeite ja für diese Amerikaner. Er will keine Zitate geben für dich. Nein, also es ist halt ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor. Auf Peleliu gibt es ein paar wenige Guesthouse. Im Moment sind praktisch alle diese Zimmer auf Monate ausgebucht. Nicht von Touristen, sondern für diese Soldaten. Die Restaurants sind jeden Abend voll, die Soldaten essen da. Und das ist umso wichtiger, weil der Tourismus auf Palau, zu Palau gehört ja Peleliu, der Tourismus auf Palau, der erholt sich erst ganz langsam wieder nach Corona, weil Palau mehr als 2 Jahre komplett abgeschlossen war von der Außenwelt. Also 2 Jahre lang konnte niemand ins Land, niemand raus und der Tourismus kommt erst sehr langsam. Da sind natürlich solche Einnahmen höchst willkommen. Ja, und deshalb fährt man den Amerikanern natürlich auch nicht gerne an den Karren jetzt, wenn man so abhängig ist, das ist eigentlich klar. Ja, also die wissen, dass sie zu dem kommen, was sie wollen.
Das zeigte sich dann im Nachhinein, als ich selber versucht habe, mit den Verantwortlichen zu sprechen. Ich bin auf die zugegangen und die waren alles andere als erfreut, dass da ein ausländischer Journalist aufgetaucht ist. I have nothing else to say. Okay. I've already said what I was. Und da wurde sehr schnell klar, die wollen nicht mit mir sprechen. Also eine PR-Dame hat dann begonnen, mich zu filmen, ohne zu fragen. Und dann habe ich dann halt auch mein Tonband angestellt, um zu dokumentieren, was da läuft. Okay, was sagt ihr da? Es ist vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, aber sie blocken mich hier komplett ab. Sie verweisen mich darauf, dass niemand von ihnen mit der Presse reden wolle oder reden dürfe. Und dass ich, wenn ich irgendwelche Frage hätte, eine E-Mail nach Guam schicken soll. Well, that's your right. That's my right, yeah, I have the map. Und ich höre es da ein bisschen raus, es ist auch ziemlich erhitzt, die Stimmung zwischen euch. Also du bist auch ziemlich genervt. Ja, es wurde dann recht konfrontativ. Ich habe es vor allem nicht geschätzt, dass ich einfach ungefragt gefilmt werde. Vor allem auch, weil ich selber ja auch nicht gefilmt habe. Ich bin ja nicht ein Fernsehteam. Also ich bin einfach mit Notizblock und Stift da gewesen. Und ich muss auch ehrlich sagen, das habe ich als Journalist zum ersten Mal so erlebt. Okay. Jetzt, wie erklärst du dir das? Weil du bist ja schon eine Weile in der Region, du kennst dich auch aus. Sind die Amerikaner eigentlich immer so, wenn sie über solche Dinge sprechen? Oder ist das jetzt besonders? Also ich würde sagen, generell, das gilt wahrscheinlich fast überall auf der Welt, Streitkräfte sind nicht die auskunftsfreudigsten Leute auf dieser Welt. Was hier einfach dazu kommt, also die Dringlichkeit ist groß. Man merkt eine gewisse Angst, Zeit verloren zu haben, zu spät zu kommen. Da hält man sich weder mit Dorfbewohnern noch mit neugierigen Journalisten allzu lange auf. Und eigentlich ist es auch egal, weil es gibt ein Sicherheitsabkommen zwischen Palau und den USA. Palau ist erst seit 30 Jahren unabhängig. Bis dahin war es eine amerikanische Kolonie. Und als Palau unabhängig wurde, hat die USA ein sogenannter Compact of Free Association mit Palau abgeschlossen. Das heißt, die USA sind verantwortlich für die Sicherheit Palaus, übernehmen die Verteidigung, können aber im Gegenzug verlangen, dass sie Militär stationieren können, dass sie militärische Anlagen bauen können. Mhm. Und das ist hier natürlich der Fall. Also Sie haben sich eigentlich da gut eingerichtet. Machen Sie das auch mit anderen? Es gibt insgesamt 3 Länder, die solche Abkommen haben. Neben Palau ist das die Föderierten Staaten von Mikronesien und die Marshallinseln. Das ist zusammen ein riesiges Seegebiet, das die Amerikaner von hier aus überwachen können. Und diese Abkommen geben den USA ein Vetorecht, dass diese 3 Länder mit niemandem anderen eine Verteidigungsallianz bilden können. Also sie haben eine Art Vetorecht. Mhm. Und mit diesen Verträgen sichert sich Washington die Vorherrschaft im westlichen Pazifik. Okay, es ist also auch nicht verwunderlich, dass die Leute von Peleliu Ängste haben, weil die sind ja auch berechtigt. Genau, die sind berechtigt. Also sie haben schon mal, das verstehe ich, weil sie haben schon mal unter einem fremden Krieg gelitten. Das macht es dann auch nicht einfacher, wenn man wirtschaftlich abhängig ist. Und vor allem, wenn man dann auch im täglichen Umgang miteinander merkt, eigentlich machen die ja sowieso mit ihrer Strategie weiter und das interessiert sie auch nicht, was ich sage. Ja, ich habe dann noch angefragt bei der Air Force, dort heißt es, man werde auf Peleliu gegenwärtig keine Flugzeuge stationieren, man werde auch keine Flugabwehrbatterien stationieren oder keine befestigten Anlagen bauen. Das heißt aber immer im Moment, im Krisenfall könnte sich das schnell ändern. Vielen Dank, lieber Patrick, warst du bei uns und liebe Grüße nach Taipei. Ja, danke euch und Grüße zurück nach Zürich. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Moser. Ich bin Simon Schaffer. Bis bald.